Das können Sie tun, wenn der Leidensdruck zu hoch wird. Starkes Schwitzen im Sommer oder beim Sport, das kennen ja die meisten, ist so ein gutes Zeichen, wenn man relativ schnell beim Sport schwitzt, dann ist man nämlich gut durchtrainiert. Sehr viele von uns produzieren ca. 10 bis gar 15 Liter Schweiß am Tag, meist so viel natürlich, wenn es draußen heiß ist. Und man merkt es oftmals gar nicht. Aber auch in Ruhe produziert man da sehr viel, ohne Anstrengung, sogar nachts. Da macht man sich natürlich schon mal Sorgen, woran das liegt und ob das normal ist, wenn man merkt, dass man auf einmal quasi nass gebadet aufwacht. Außerdem, Betroffene leiden natürlich unter übermäßigem Schweiß, vor allem Stichwort soziale Aktivitäten, Rückzug, Stigmatisierung. Wann sollte man sich Gedanken machen oder sogar zum Arzt gehen? Wie viel Schwitzen ist normal? Und was kann man gegen übermäßiges Schwitzen tun? Vor allem, wenn es unangenehm riecht? All das erfahren Sie jetzt im Video. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weig und ich möchte auf meinem YouTube-Kanal medizinisch, verständlich und korrekt über wichtige Gesundheitsthemen, Fragen, die Sie haben, die Sie betreffen, rund um Krankheiten und besonders auch das Thema Prävention aufklären. Und heute möchte ich Ihnen ein paar wertvolle Infos zum Thema Schwitzen mitgeben. Und starten wir direkt einmal mit der ersten Frage. Wie viel Schwitzen ist normal? Nachts schwitzen wir ca. 1 bis 1,5 Liter aus, deswegen wichtig, morgens viel zu trinken. Schwitzen ist ein natürlicher und lebensnotwendiger Vorgang. Und warum stinkt Schweiß? Ganz einfach, auch ein interessanter Fakt. Verbleibt der Schweiß längere Zeit auf unserer Haut, so nutzen ihn Bakterien, die auf unserer Haut sind, als Nahrung. Und dabei zerkleinern die Bakterien die großen und schweren Stoffe. Es entstehen kleine und leichte Stoffe. Und diese kleinen, leichten Stoffe, diese steigen nun in die Luft und in unsere Nase. Also, an dieser Stelle sei mal gesagt, nicht der Schweiß, sondern die Bakterien sind schuld am unangenehmen Körpergeruch. Und die meisten unserer Drüsen, der menschlichen Schweißdrüsen, die finden sich unter der Haut von Stirn, Handflächen und Fußsohlen. Und ein interessanter Sidefact mal, bei Hunden sind es die Füße, ansonsten haben die nicht wirklich Schweißporen. Zurück zur Ausgangsfrage, aber warum schwitzen wir nun? Wir Menschen regulieren die Temperatur des Körpers über das Schwitzen. Und damit haben wir den allermeisten Lebewesen gegenüber einen großen Vorteil. Hunde zum Beispiel, nochmal darauf zurückzukommen, müssen hecheln, um sich runterzukühlen. Nur die Füße reichen quasi nicht aus. Und Iago, mein Hund, der ihn vielleicht kennt von Instagram oder so, der hechelt fast den ganzen Sommer durch. Gesteuert wird das Schwitzen beim Menschen vom sympathischen Nervensystem. Das ist also der Teil des Nervensystems, den wir nicht mit unserem Willen beeinflussen können. Man sagt, es agiert autonom, von alleine. Und wann spricht man jetzt aber überhaupt von starkem, von übermäßigem Schwitzen, dass es krankhaft ist, von einer sogenannten Hyperhidrosis? Es ist wichtig zu beachten an dieser Stelle und zu sagen, dass jeder Mensch unterschiedlich schwitzt. Man kann nicht eins zu eins es vergleichen. Und das Maß an Schweißbildung, das als übermäßig empfunden wird, kann auch von Person zu Person variieren. Jemand schwitzt vielleicht gar nicht viel, aber empfindet das schon als viel. Ich kann Ihnen jetzt also nicht sagen, wenn Sie mehr als so und so viel Milliliter pro Stunde oder Liter pro Tag schwitzen, ist das normal oder nicht mehr normal. Das hängt von vielen Faktoren ab, auf die ich auch gleich noch zu sprechen komme. Im Laufe unseres Lebens ändert sich unser Schwitz-Schweißverhalten. Übermäßig starkes Schwitzen ist also eine recht subjektive Sache. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie übermäßig schwitzen, Ihnen das auch unangenehm ist, auch unangenehm riecht, alles mehr als der Durchschnitt, dann ist dieser Eindruck zunächst natürlich maßgeblich. Das ist ja entscheidend, wie Sie sich dabei fühlen, die subjektive Wahrnehmung. Ein erster Hinweis auf übermäßiges Schwitzen ist es, wenn Sie ohne körperliche Anstrengung, logisch, ohne hohe Temperaturen schwitzen und zwar mehr als im Prinzip alle anderen um Sie herum. Wenn also der Grund dafür fehlt und dann schaut man noch auf die Dauer, nämlich wie lange schwitzen Sie, auch wichtig. Wenn Sie Stunden nach einer körperlichen Anstrengung zum Beispiel immer noch stark schwitzen, dann wäre das ein Beispiel dafür, dass es natürlich nicht normal ist. Ursachen für starkes Schwitzen. Und dann sind wir nämlich jetzt schon bei genau diesen Ursachen. Es gibt, wie Sie wahrscheinlich schon gedacht haben und wie so oft in der Medizin, 1001 Ursachen für starkes oder übermäßiges Schwitzen. Deswegen halte ich auch gar nichts von diesen, gerade auch Videos auf Social Media, wo irgendwie ein, zwei Ursachen genannt werden und gesagt wird, das sind dann auch die Lösungen und dann ist wieder alles vorbei. So ist es nicht. Sowohl physiologische Ursachen als auch psychologische Ursachen und medizinische kommen in Betracht.
Wovon hängt es also ab und wie viel Sie schwitzen? Beispielsweise von Ihrem Geschlecht, Ihrer Größe, Ihrer körperlichen Aktivität, den Außentemperaturen und so weiter. Generell lässt sich sagen, dass durch Schwitzen die Temperaturregulation des Körpers stattfindet und der ist lebensnotwendig und diese Regulation ist lebensnotwendig. Ist es zu warm, schwitzen wir. Das kühlt, aber ganz so einfach ist es nicht, denn es gibt auch emotionales Schwitzen bei Stress, bei Angst, bei Aufregung. Da brauchen wir ja im Prinzip keine Kühlung. Hormonelle Veränderungen, zum Beispiel in den Wechseljahren, führen oftmals zu sogenannten Hitzewallungen, haben ein Teil von Ihnen bestimmt auch schon mal gehört, die natürlich mit starkem Schwitzen auch einhergehen können. Das ist nichts Psychisches, sondern da findet hormonell was statt im Körper. Nochmal, 10 bis 15, gar 15 Liter Schweiß pro Tag sind normal und wir merken es ja auch nicht die 10 Liter. Es verdunstet permanent um uns herum. Und dann gibt es noch zu den Ursachen nochmal das medikamenteninduzierte Schwitzen. Also eine Nebenwirkung von beispielsweise Schmerzmitteln, von fiebersenkenden Mitteln, aber auch von Antidepressiva etc. Da kann es zur übermäßigen Schweißproduktion kommen. Apropos fiebersenkende Mittel, auch nochmal ein wichtiger Fakt für Sie. Auch bei Fieber können wir vermehrt schwitzen. Auch Übergewicht begünstigt starkes Schwitzen, weil man sozusagen durch das Fett stark wärmeisoliert ist. Man muss sich eh stark anstrengen, hohes Körpergewicht und dann auch die starke Wärmeisolierung durch das Fett. Und schließlich können auch Erkrankungen, unter anderem Krebs, hinter übermäßigem starken Schwitzen stecken. Und was viele nicht wissen, es gibt eine eigenständige Erkrankung, die sogenannte, und das Wort hatte ich gerade schon mal gesagt, Hyperhidrose, deren Symptomatik sehr starkes Schwitzen ist, quasi ohne Ursache. Und das ist eine ziemlich fiese Erkrankung, denn es wird unter anderem in Studien berichtet, dass schwere Fälle von dieser Hyperhidrose auch das Risiko für die Entwicklung, logisch, psychischer, psychiatrischer und auch somatischer Begleiterkrankungen erhöhen können, logisch. Starkes Schwitzen ohne Grund, ja, das belastet einen ziemlich stark. Denn nur wenn man auch den Grund weiß, kann man ja auch damit beginnen, was dagegen zu tun, dass es wieder aufhört. Und logischerweise, gerade bei so einer Erkrankung, wo man den Grund nicht kann, weiß, wo man es nicht beeinflussen kann, das belastet einen extrem. Auswirkungen von übermäßig starkem Schwitzen. Also, überlegen Sie bei sich, schwitzen Sie noch normal? Denken Sie an 10 bis 15 Liter, denken Sie an die Ursachen. Was sind jetzt die Folgen, wenn Sie sehr stark schwitzen? Naja, die Auswirkungen von starken Schwitzen sind natürlich nicht bei jedem gleich, logisch. Zum einen gibt es körperliche, zum anderen aber auch, wie gesagt, soziale und psychologische Auswirkungen, die sollte man nicht vernachlässigen oder vergessen. Feuchte Haut, Schweißgeruch, hatte ich gerade was schon gesagt mit den Bakterien, große nasse Flecken unter den Achseln, das sind ganz objektiv ja die körperlichen Auswirkungen. Übermäßiges Schwitzen kann im Extremfall sogar auch noch zu einem Mineralstoffmangel führen. Wenn Sie längere Zeit sehr stark schwitzen, verlieren Sie nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte, vor allem natürlich Natrium, Kalium, Magnesium, man schmeckt es ja auch, wenn man dann so macht und das schmeckt so ein bisschen salzig und diese Elektrolyte sind lebensnotwendig für Körperfunktionen. Das ist also die körperliche Seite. Und was macht jetzt das Dauerschwitzen mit Ihrer Seele? Der Punkt ist mir wichtig zu sagen. Für die Psyche kann es natürlich oft belastend sein, denn es entstehen so ganz leicht natürlich peinliche Situationen. Ein gepflegtes Äußeres ist in unserer Gesellschaft positiv konnotiert. Schweiß ist allenfalls im Fitti irgendwie gern gesehen. Wahrscheinlich versuchen Sie krampfhaft, die auffälligen Schweißflecken in entsprechenden Situationen, zum Beispiel wenn man irgendwie da sitzt und hier unter den Achseln schwitzt, zum Beispiel bei einer Präsentation oder so, bei der Arbeit, auf der Arbeit, zu verstecken. Oft plant man den ganzen Alltag vielleicht sogar um das Ziel, möglichst wenig zu schwitzen. Gerade Menschen, die halt viel schwitzen. Manche meiden sogar in ihrer Freizeit Treffen mit Freunden und Aktivitäten, bei denen sie unter Menschen kommen. Das führt auf Dauer zu Selbstbewusstseinsproblemen, Isolation, soziale Isolation, kann sogar Depressionen begünstigen. Möglicherweise machen Sie sich wegen der übermäßigen Schweißbildung zusätzlich natürlich auch noch Sorgen, nämlich Sorgen um Ihre Gesundheit. Kann eine schwerwiegende Erkrankung dahinter stecken? Und ich hatte ja eben auch schon mal Krebs erwähnt. Schwitzen, gerade Nachtschweiß, ist eins dieser B-Symptomatik, drei Symptome, die auf Krebs auch hindeuten können. Was rate ich Ihnen, wenn Sie stark schwitzen, mehr als sozusagen alle anderen, Sie keine Ursache finden, dann gehen Sie zum Arzt. Tipps gegen starkes Schwitzen und Behandlungsmöglichkeiten. Jetzt aber im Video nenne ich Ihnen noch ein paar Tipps. Was können Sie präventiv tun, wenn Sie zum starken Schwitzen neigen? Mein erster Tipp,
Achten Sie darauf, geeignete Kleidung und Materialien zu verwenden. Was meine ich damit? Kleiden Sie sich lieber etwas zu leicht als zu warm. Okay, klingt auch noch irgendwie klar, aber gut geeignet sind atmungsaktive Materialien, Baumwolle, Leinen, Bambusfaser, spezielle Sportkleidung. Gerade das empfehle ich, Sportkleidung. Praktizieren Sie den sogenannten Zwiebellook, bei dem Sie sich schichtweise ausziehen können, wenn es zu warm wird. Auch wenn ich draußen joggen gehe und es ist draußen kalt, dann habe ich 2, 3 T-Shirts an. Wenn Sie wissen, dass Ihr T-Shirt mittags durchgeschwitzt ist, dann nehmen Sie ein zweites oder jedenfalls ein drittes frisches T-Shirt mit, sowie einen wasserfesten Beutel für das nasse Shirt quasi. Mit solchen kleinen Tricks behelfen Sie sich ganz leicht und kommen einigermaßen trocken durch den Tag. Denken Sie an den Zwiebellook. Vielleicht ist es Ihnen auch möglich, einen Ventilator an Ihrem Arbeitsplatz aufzustellen, aber das kennen Sie wahrscheinlich alles schon und das versuchen Sie alles auch schon. Tipp Nummer 2 lautet, präventiv sollten Sie Hygienemaßnahmen wie regelmäßig Duschen in Ihren Tag einbauen. Frischer Schweiß riecht erstmal nicht nach viel, ich hatte es gerade ja schon erklärt, erst wenn die Bakterien ihn verstoffwechseln, aus den großen Schweißbrocken sozusagen ganz kleine Brocken machen, dann wird es für Sie und Ihre Umgebung sozusagen unangenehm. Daher duschen Sie ruhig morgens und abends, um eine Geruchsbildung zu vermeiden, aber 2-mal am Tag dauerhaft duschen ist auch wieder schlecht für die Haut, muss man wissen. Wählen Sie, wenn Sie duschen, eine mittlere Wassertemperatur, da sowohl zu warme als auch zu kalte Temperaturen das Schwitzen eher noch verstärken können. Wenn Sie Antitranspirantien mit Aluminium verwenden, reduziert das die Schweißbildung. Die Poren werden verengt und es tritt daher weniger Schweiß aus. Und wenn Sie sich Sorgen machen, weil es oftmals natürlich hieß, Aluminium im Deo erzeuge Krebs, muss man auch sagen. Die Karzinogenität, also die Krebsgefahr von Aluminium, wurde zumindest bislang nicht ausreichend klar nachgewiesen. Natürlich, klar, ist das kein Freifahrtschein, aber das ist der aktuelle Stand der Forschung. Und noch ein Tipp, gerade zu warm und kalt, auch trinken Sie eher warm. Und wenn Sie einen Tee trinken, sehr guter Tipp, Pfefferminztee, so macht man es auch im Mittleren Osten, der kühlt quasi von innen. Ein dritter Tipp, der Ihnen gegen übermäßiges Schwitzen helfen kann, ist Stressmanagement. Wenn Sie Entspannungstechniken erlernen, die Sie in den jeweiligen durch das Schwitzen als besonders unangenehm und peinlich empfundenen Situationen natürlich dann anwenden können oder die Ursachen damit runterfahren, wenn Sie wissen, Sie sind aufgeregt von einer Präsentation, lernen Sie sozusagen Mechanismen, die Sie runterfahren. Das hat 2 Effekte. Zum einen sind Sie gelassener, obwohl Sie gegebenenfalls gleichermaßen schwitzen. Zum anderen aber kann es sein, dass Sie nach und nach durch Ihre Gelassenheit tatsächlich auch de facto sozusagen weniger schwitzen. Das eine bedingt hier also das andere. Probieren Sie es einfach mal aus. So, sinnvolle und wissenschaftlich erprobte Entspannungstechniken sind beispielsweise progressive Muskelentspannungen und auch autogenes Training, um das mal gehört zu haben. Bei der progressiven Muskelentspannung, was passiert da, weil man oft gefragt wird, da werden einzelne Muskelgruppen nacheinander angespannt und dann wieder entspannt. Und dadurch wird eine körperliche Entspannung erreicht, die auch tatsächlich zur Reduzierung von Stress und auch zur Reduzierung von Schweiß, Schweißbildung mit beitragen kann. Das autogene Training basiert auf der Vorstellung von Ruhe und Schwere in verschiedenen Körperteilen, was zu einer allgemeinen Entspannung natürlich auch führen kann. Am besten erlernen Sie diese Techniken dann in einem professionellen Setup angeleiteten Kurs, würde ich Ihnen dann empfehlen, wenn Sie wissen, dass Sie eine so eine Hyperhidrosis haben, also krankhaftes Schwitzen. Als 4. Teil kann es Ihnen auch helfen, Ihre körperliche Aktivität zu steigern. Sport kann dem Körper helfen, das Schwitzen besser zu regulieren. Ich habe ganz zu Anfang ja gesagt, wenn Sie schnell schwitzen beim Sport, dann ist es oftmals ein Zeichen, dass Sie auch gut durchtrainiert sind, fit sind. Unter anderem, was hilft? Ausdauersport, Kraftsport, aber auch Yoga, natürlich Wassersport. Viele Menschen, die sehr stark schwitzen, empfinden Wassersport wie Schwimmen, Aquagymnastik, was auch immer, als angenehm, weil das Wasser sie kühlt und sie zumindest in dieser Zeit nicht den Eindruck haben, permanent zu schwitzen. Vermeiden Sie außerdem als 5. Tipp unbedingt bestimmte, nennen wir es mal, Triggerfaktoren. Wie zum Beispiel, und das wissen Sie bei sich, scharfes Essen fördert Schwitzen, logisch, Capsaicin als Stichwort. Alkoholische Getränke, da Sie die Schweißproduktion noch zusätzlich anregen können. Auch Koffein kann durch seine stimulierende Wirkung eher noch dazu beitragen, dass Sie mit 2 oder 3 T-Shirts am Tag vielleicht nicht mehr auskommen, gerade wenn es vielleicht draußen noch sehr warm ist und Sie körperliche Aktivität machen. Insgesamt kann ich Ihnen empfehlen, kleine, leicht verdauliche Mahlzeiten zu sich zu nehmen, um mit den Gewürzen
sparsam umzugehen. Generell empfehle ich Gewürze, auch Stichwort Chili, weil es gut ist für den Stoffwechsel. Wenn Sie aber Probleme mit dem Schwitzen für sich haben, dann sollten Sie es natürlich reduzieren. Und wenn das alles nichts hilft, dann gibt es natürlich auch noch so ein paar schwere Kaliber, die die Medizin auffahren kann, wie Ärzte. Besonders wenn Sie wirklich unter der Hyperhidrose leiden, also dem Krankheitsbild. Und hier habe ich einmal die spezielle sogenannte Leitungswasser-Iontophorese zusammengefasst. Spezielles Verfahren, gerade dann, wenn man stark schwitzt. Typische und besser bekannte medizinische Eingriffe, die in diesem Fall zur Verfügung stehen, sind Botox-Injektionen. Zum Beispiel Botox hier in die Achseln hilft gegen Schwitzen. Oder auch Eingriffe wie die Schweißdrüsenentfernung, operative Eingriffe. Diese sollen jedoch nur nach wichtig umfassender Anamnese und auch nur bei wirklich schweren Fällen erwogen werden. Ist ja immerhin ein operativer Eingriff. Es gibt zusätzlich auch aktuelle Studien, wo beispielsweise die Behandlung mit Cannabinoiden versucht wird. Das scheint sogar positive Effekte haben zu können. Allerdings sind hier noch, wie so oft in der Medizin, weitere Studien und mehr Forschung notwendig. Gesundheitsgefahr, übermäßiges Schwitzen. Wann zum Arzt? Und der Punkt auch nochmal sehr, sehr wichtig. Übermäßiges Schwitzen kann auch tatsächlich ein Warnsignal für ernsthafte medizinische Probleme sein. Stichwort Krebs hatte ich schon gesagt. Aber Beispiele sind auch Schilddrüsenüberfunktion. Schwitzt man mehr. Eine Unterzuckerung, sehr starkes Schwitzen. Infektionen wie HIV, AIDS, einige bakterielle Infektionen. All das kann mit übermäßigem Schwitzen einhergehen, insbesondere nachts. Weiterhin können auch Herzerkrankungen, hormonelle Veränderungen, und zwar nicht nur in den Wechseljahren, auch neurologische Erkrankungen, weil sozusagen von unserem Gehirn wird auch die Temperaturregulation mit beeinflusst. Und wenn da zum Beispiel ein Tumor ist, kann es Auswirkungen auf die Schweißregulation haben, zu übermäßigem Schwitzen führen. Und wie gesagt, auch Krebs. Gerade da in einigen Fällen gibt es den sogenannten Nachtschweiß als frühes Anzeichen einer Krebserkrankung. B-Symptomatik als Stichwort. Wichtig, das Vorhandensein von Nachtschweiß allein weist nicht auf ein erhöhtes Sterberisiko hin. Manche Menschen schwitzen einfach immer schon nachts stärker. Da ist das so. Und ich möchte auch keine Panik schüren. Nochmal wichtig, ich will aufklären. Aber achten Sie auf Ihre Gesundheit und gehen Sie bei entsprechender Unsicherheit, ob nicht doch etwas Ernsthaftes dahinter steckt, lieber einmal mehr zum Arzt als zu wenig. Und ein paar Tipps gegen Schwitzen habe ich Ihnen auch genannt. Gerne kommentieren Sie jetzt einmal das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.